Der Bullmastiff ist ein fester und unerschrockener Familienhüter. Fremden gegenüber sind sie zwar zurückhaltend, aber für ihre Liebsten haben sie ein Febel. Diese Rasse, die auch als stiller Wachhund bezeichnet wird, ist sanftmütig und eignet sich hervorragend als Wohnungshund. Sie haben ein kurzes, pflegeleichtes Fell. Diese Hunde sabbern jedoch gerne. Wenn sie darüber hinwegsehen können, werden sie einen großen, schützenden Begleiter finden. Interessante Fakten über diese Rasse. Der Bullmastiff ist groß und kräftig gebaut und hat eine beeindruckende Erscheinung, die potenzielle Angreifer oder Eindringlinge abschreckt. Er ist ein entschlossener Beschützer, wenn er gebraucht wird und in der übrigen Zeit ein liebevoller Familienbegleiter. Wenn er gut erzogen und sozialisiert ist, ist der Bullmastiff ein selbstbewusster, vertrauenswürdiger und edler Vertreter der Rasse und der Hunde im Allgemeinen. Einerseits ist der Bullmastiff eine saubere Rasse mit einem kurzen Fell, das leicht zu pflegen ist und nicht übermäßig hart. Auf der anderen Seite sabbern sie gerne. Bei dieser Rasse ist es ratsam, immer ein Handtuch dabei zu haben. Trotz seiner Größe ist der Bullmastiff kein sehr energiegeladener Hund. Ein paar kurze Spaziergänge oder Spielstunden am Tag genügen ihm. Er ist so sanftmütig. Dass er problemlos in einer Wohnung oder einem Haus leben kann, solange er täglich seinen Auslauf bekommt. Natürlich hat ein Welpe mehr Energie als ein erwachsener Hund, aber bis zum Alter von zwei Jahren sollten sie sich beruhigt haben. Zurückhaltend zu sein, bedeutet nicht, dass sie faul sind. Die Rasse kann sich in Hundesportarten wie Agility, Formation, Gehorsamkeit und Fährtenarbeit auszeichnen. Bullmastiffs eignen sich dank ihres ruhigen Wesens und ihres lustigen Ausdrucks auch hervorragend als Therapiehunde. Wenn es um die Ausbildung geht, ist er ein unabhängiger Denker. Führen Sie sie von klein auf mit Strenge, Fairness und Konsequenz, und Sie werden sie als das Oberhaupt des Haushalts betrachten. Wenn Sie sie Ihren eigenen Weg gehen lassen, werden Sie bald das Sagen haben, also lassen Sie das nicht zu. Eine frühe Sozialisierung, das heißt, der Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen, Orten, Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Erfahrungen ist unerlässlich. Da der Bullmastiff seit jeher ein Wachhund ist, kann er auch gut in einem Haushalt leben, in dem beide Partner berufstätig sind, solange er zu Hause viel menschlichen Kontakt hat. Es ist in Ordnung, wenn sie Zeit in einem eingezäunten Hof oder Zwinger verbringen, aber in erster Linie sollten diese Hunde im Haus leben. Schließlich möchten Sie, dass ein Schutzhund im Falle eines Eindringlings sofort zur Stelle ist und Ihnen emotional nahe steht, damit er Sie beschützen kann. Der Bullmastiff ist ein stiller Wachhund, der ungebetene Besucher durch seine Größe und Präsenz abhält und nur bei Bedarf zubeißt. Bullmastiffs kommen sehr gut mit Kindern zurecht und zeigen erstaunliche Geduld mit ihnen. Ihre Größe kann jedoch für Kleinkinder überwältigend sein. Bullmastiffs können bis zu 59 Kilogramm wiegen, und das meiste davon sind Muskeln. Wenn Sie mit einem Bullmastiff leben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie einen gut erzogenen und sozialisierten Hund haben. Wenn das der Fall ist, werden Sie einen wunderbaren Hund haben, der liebevoll, treu und mutig ist, einen knuddeligen Kerl, der Ihr bester Freund ist. Geschichte: Der Bullmastiff ist eine relativ moderne Rasse. Die Mitte des 19. Jahrhunderts, circa um 1860 von englischen Wildhütern entwickelt wurde. Sie benötigten einen großen, ruhigen, furchtlosen Hund, der schnell genug war, um Wilderer aufzuspüren und auch stark genug, um sie festzuhalten. Wahrscheinlich experimentierten sie mit einer Reihe von Rassen, um den perfekten Hund für ihre Bedürfnisse zu finden. Die Kreuzung zwischen Mastiff und Bulldogge erwies sich als erfolgreich. Der Mastiff war groß, aber nicht aggressiv genug. Die Bulldogge war zwar mutig und zäh, besaß aber nicht die nötige Größe, um einen Mann festzuhalten. Die beliebte Kreuzung wurde als Gamekeeper's Night Dog bekannt. Er arbeitete und lebte an der Seite des Wildhüters und seiner Familie. Die Hunde wurden auf ihre Nützlichkeit und ihr Temperament hin gezüchtet, wobei man sich wenig Gedanken über ihr Aussehen machte, mit Ausnahme der Vorliebe für ein dunkles, gestromtes Fell, das nachts als Tarnung diente. Die Wilderei ging schließlich zurück und der Bullmastiff übernahm eine neue Rolle als wachend. Infolge des Einflusses des Mastiffs wurde auch das rehbraune Fell mit schwarzer Maske häufiger. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Bullmastiff als eigenständiger Typ und nicht als Kreuzung gezüchtet. Im Jahr 1924 erkannte der englische Kennel Club die Rasse an. Der American Kennel Club folgte diesem Beispiel 1933. Persönlichkeit und Charakterzüge. Der ideale Bullmastiff ist furchtlos und selbstbewusst, aber gehorsam gegenüber den Wünschen seiner Menschen. Sie sind intelligent und zuverlässig, können unabhängig denken und wollen gefallen. Er ist ein natürlicher Beschützer von Haus und Familie und reagiert sofort, wenn er sich bedroht fühlt. Bullmastiffs wurden als stille Wachhunde gezüchtet, daher ist es ungewöhnlich, dass sie bellen. Wie jeder andere Hund braucht auch der Bullmastiff eine frühe Sozialisierung, das heißt, er muss viele verschiedene Menschen, Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Erfahrungen kennenlernen. Die Sozialisierung trägt dazu bei, dass ihr Bullmastiff-Welpe zu einem vielseitigen Hund heranwächst. Die Teilnahme an einer Welpenschule ist ein guter Anfang. Wenn Sie ihn regelmäßig mitnehmen und mit ihm in belebte Parks und in Geschäfte, in denen Hunde erlaubt sind, gehen, können Sie seine sozialen Fähigkeiten verbessern. Haltung Der Bullmastiff ist ein energiearmer Hund, der sich gut an die meisten Wohnumgebungen anpassen kann, obwohl er aufgrund seiner Größe am besten für ein Haus mit einem eingezäunten Hof geeignet ist. Ein Zaun verhindert nicht nur, dass der Bullmastiff sein Territorium über Haus und Hof hinaus ausdehnt, sondern auch, dass er versucht, andere Menschen und Hunde am Betreten der Umgebung zu hindern. Die kurze Schnauze macht den Bullmastiff anfällig für eine Hitzeerschöpfung oder auch einen Hitzeschlag. Vermeiden Sie Bewegung während der Tageshitze. Halten Sie ihn bei heißem oder feuchtem Wetter im Haus. Achten Sie darauf, dass die Hunde immer Zugang zu Schatten und frischem Wasser haben wenn sie im Freien sind. Beginnen Sie mit dem Training Ihres Bullmastiff-Welpen, sobald Sie ihn nach Hause bringen und er noch eine überschaubare Größe hat. Nehmen Sie an einem Welpensozialisierungskurs teil, um ihn an den Umgang mit anderen Hunden und Menschen zu gewöhnen. Der Bullmastiff will zwar gefallen, aber er denkt für sich selbst und braucht einen selbstbewussten Trainer. Verwenden Sie positive Verstärkungstechniken und niemals körperliche Bestrafungen. Seien Sie streng und konsequent in dem, was Sie von ihm verlangen. Vermeiden Sie wiederholtes Training, sonst langweilt sich Ihr Bullmastiff und fängt an, sein eigenes Ding zu machen. Denken Sie über die Weltenzeit hinaus. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Bullmastiff auf den Möbeln sitzt, wenn er fast 60 Kilogramm wiegt, dann lassen Sie ihn auch nicht darauf sitzen, wenn er erst 10 Kilogramm wiegt. Wenn sich eine Gewohnheit erst einmal etabliert hat, wird es schwierig sein, ihm diese wieder abzugewöhnen. Stubenreinheit sollte kein Problem sein, solange Sie sie dies mit einer positiven Erfahrung verknüpfen. Das Training in einer Box ist ein wunderbares Mittel zur Stubenreinheit und hält Ihren Welpen gleichzeitig davon ab, auf Dingen herumzukauen, die er nicht haben sollte. Der Bullmastiff braucht beim Training eine feste Hand, aber auch Liebe und Geduld. Wenn die Hunde ausgebildet sind, werden sie feststellen, dass sie wunderbare, fürsorgliche und treue Begleiter sind. Fellfarbe und Pflege: Das Fell des Bullmastiffs ist kurz und dicht und bietet guten Schutz vor Regen, Schnee und Kälte. Es ist in drei Farben erhältlich: rot, rehbraun oder gestromt mit dunkler Schnauze und Ohren. Gelegentlich hat ein Bullmastiff auch einen kleinen weißen Fleck auf der Brust. Bullmastiffs Haaren nicht stark und ihr Fell lässt sich durch tägliches kurzes Bürsten mit einer Gummistriegelbürste leicht sauber und glänzend halten. Baden Sie sie nur bei Bedarf. Kontrollieren Sie die Ohren wöchentlich und reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer von Ihrem Tierarzt empfohlenen Lösung. Wenn die Ohren schlecht riechen oder mit einer wachsartigen Substanz belegt sind, hat der Hund möglicherweise eine Infektion oder einen Milbenbefall. Bringen Sie sie dann zum Tierarzt. Schneiden Sie die Nägel ein bis zweimal pro Monat, sofern sie sich nicht selber abnutzen. Wenn Sie sie auf dem Boden knacken hören, sind sie zu lang. Kurze, sauber geschnittene Nägel halten die Füße in gutem Zustand. Wenn die Nägel zu lang werden, können sich die Zehen abspreizen, sodass die Pfoten weniger Halt haben. Vergessen Sie die Zahnhygiene nicht. Putzen Sie mindestens zwei bis dreimal pro Woche die Zähne, um Zahnsteinbildung und Parodontose vorzubeugen, am besten täglich. Die Fellpflege bietet Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, eine Bindung zu Ihrem Hund aufzubauen und seine allgemeine Gesundheit zu überprüfen. Achten Sie bei der Hundepflege auf Wundestellen oder andere Anzeichen von Reizungen wie Rötungen an Haut, Maul, Pfoten und Ohren. Die Augen sollten frei von Rötungen oder Ausfluss sein. Gewöhnen Sie Ihren Bullmastiff schon im Welpenalter daran, gebürstet und untersucht zu werden. Fassen Sie häufig die Pfoten an, Hunde sind empfindlich, wenn es um Ihre Füße geht, und schauen Sie in Maul und Ohren. Machen Sie die Fellpflege zu einer positiven Erfahrung, die mit Lob und Belohnungen einhergeht und Sie legen den Grundstein für einfache tierärztliche Untersuchungen und andere Behandlungen wenn ihr Hund erwachsen ist. Kinder und andere Haustiere. Bullmastiffs sind geduldig und beschützend gegenüber Kindern, aber weil sie so groß sind, können sie versehentlich ein Kleinkind umstoßen. Wenn sie Kinder haben, sollten sie deren Alter und Größe berücksichtigen, wenn sie sich für einen Bullmastiff entscheiden. Bringen sie ihren Kindern bei, wie man sich Hunden nähert und sie anfasst. Beaufsichtigen Sie alle Interaktionen zwischen Hunden und kleinen Kindern, um zu verhindern, dass eine der beiden Parteien in die Ohren beißt oder am Schwanz zieht. Bringen Sie Ihrem Kind bei, sich niemals einem Hund zu nähern, während er schläft oder frisst, oder zu versuchen, ihm das Futter wegzunehmen. Kein Hund, egal wie gutmütig er ist, sollte jemals unbeaufsichtigt mit einem Kind gelassen werden. Der Bullmastiff kann gegenüber Hunden, die er nicht kennt, durchaus aggressiv sein. Am besten kommen sie mit Hunden des anderen Geschlechts aus, vor allem wenn sie mit ihnen aufgewachsen sind. Sie können mit Katzen auskommen, wenn sie mit ihnen aufgewachsen sind, obwohl manche Bullmastiffs dem Drang, sie zu jagen, nicht widerstehen können. Eine Katze, die für sich selbst einsteht, kommt besser zurecht als eine, die wegläuft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.